auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Und schon im Spiel über Fortuna Gehfeld gegen VfB Bretten 1:3. Wir bedanken uns für den Besuch und wünschen... Stefan, ihr habt vor allem in der zweiten Halbzeit einen hohen Aufwand betrieben, um noch ranzukommen. Es hat nicht sollen sein. Ja, wie hast du das Spiel gesehen und erlebt? Also in der ersten Halbzeit, also ich bin ja erst in der Halbzeit reingekommen. Also ich habe die erste Halbzeit von außen bewerten können. Also wir haben nicht ins Spiel gefunden in den ersten Minuten. Wir hatten aber trotzdem ein paar Chancen, um vielleicht wenigstens noch vor der Halbzeit den Anschlusstreffer zu machen. Und somit vielleicht in der zweiten Halbzeit vielleicht noch so das Spiel zu drehen. Ist uns leider nicht gelungen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann mehr Druck gemacht. Ich bin auch reingekommen. Aber wir haben nicht geschafft, Chancen herauszuspielen, somit, dass wir im Endeffekt auch verdient verloren haben. Hat die Leistung gestimmt oder war es zu wenig heute für insgesamt? Und auch, wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Leistung? Kommen wir erst zur Mannschaft. Also die erste Halbzeit war natürlich Katastrophe. Also wir haben nicht gegen einen jetzt super starken Gegner gespielt, aber wir haben uns vielleicht angepasst. Ich kann mir nicht erklären, warum wir so schlecht gespielt haben. Genau, aber zweite Halbzeit war besser und haben wir dann größeren Aufwand betrieben. Genau, aber wir haben nicht geschafft, die Tore zu erzielen. Zu meiner eigenen Leistung bin ich relativ zufrieden. Ich bin reingekommen, habe auch für Schwung gesorgt auf außen. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt, muss ich vielleicht etwas cleverer im richtigen Moment den Ball abspielen. Aber ich denke, mit der Zeit wird es kommen. Ich bin ja erst seit kurzem in der ersten Mannschaft, habe ja vorher in der zweiten Mannschaft gespielt. Vielleicht wird es mit der Zeit kommen. Genau. Da habe ich vollstes Vertrauen in unser Trainerteam, dass sie uns besser machen werden. Ja, jetzt habt ihr ein paar Dämpfer bekommen, also zwei Niederlagen nach dem Höhenflug. Was denkst du, was ihr euch für Ziele setzen könnt für die Saison und was setzt du dir für persönliche Ziele? Erst zu Ziele der Mannschaft. Also am liebsten würden wir oben unter den Top 5 landen. Wir sind ja auch ziemlich gut gestartet in der Saison. Ja, ob es jetzt fürs ganz große Coup reicht, werden wir sehen mit der Zukunft. Aber Ziel ist auf jeden Fall, denke ich, wenn man schon so gut in der Saison startet, dass wir auch da oben bleiben. Und zu meinen persönlichen Zielen ist, mehr Spielpraxis zu haben, mehr Einsatzminuten zu haben, da ich ja kein Stammspieler bin. Genau, aber ich denke, mit der Zeit wird es dann laufen. Genau, und muss halt im Training Gas geben und dann hoffe ich, wird es irgendwann mal belohnt. Euer nächster Gegner wartet dann auf euch auswärts in Östringen. Ja. Was wird das für eine Aufgabe? Also nächste Woche, denke ich, wird es ein interessantes Spiel. Also Östringen ist, denke ich, ein sehr spielstarker Gegner. Letzte Saison haben wir dort 1-1 gespielt, haben wir in letzter Minute einen Elfmeter gekriegt, den Mladen Cesanovic wundervoll reingemacht hat. Genau, also es wird ein starker Gegner auf uns zukommen. Ich weiß jetzt nicht, wie die gespielt haben, aber ist ja auch eine Mannschaft, die ich da oben nicht unbedingt erwartet hätte, weil die ähnlich wie wir nicht eine gute Rückrunde gespielt haben. Aber ja, mal schauen, werden wir mal sehen. Nächste Woche. Stefan, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Dankeschön, Dankeschön. Ciao. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.